So, danke für das Interview. Sie sind sehr beschäftigt, ich weiß. You are very busy, I know. Ja, wie immer halt. Dann lass uns schnell anfangen, dass du schnell wieder zum Set zurück kannst. Ja, bitte. Erste Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Film wie Murderous Mirror zu machen? Ich denke, es war Carolines Idee. Eines Tages gab sie mir das Drehbuch und es hat einen Monat gedauert, es zu lesen. Oh, so lange? Ja, du weißt ja, es war ein sehr langes Drehbuch mit ganz viel Zeug drin. Als ich... Ja, es ist bestimmt eine ziemlich komplexe Handlung und du hast bestimmt sehr viel Zeit gebraucht, es zu lesen. Ja, und als ich es gelesen hatte, dachte ich, oh, das ist ja eine brillante Idee. Und ich sagte zu ihr, lass uns das machen. Okay, danke. Nächste Frage. Du und die anderen Schauspieler, wie seid ihr miteinander klargekommen? Du und das Team und so, seid ihr gut miteinander ausgekommen? Did you get along well? Ja, es war eine sehr schöne Atmosphäre, weißt du? Wir mochten uns alle so und wir sind Freunde geworden. Oh, schön. Ich werde mich immer daran erinnern. Das werde ich niemals vergessen. Also, nächste Frage. Was ist das für ein Tattoo da auf deinem Arm? Ich habe es vorhin gesehen und mich würde das wirklich interessieren. Ah, das meinst du? Wie ich schon gesagt habe, es war so eine wundervolle Zeit und ach, all diese wundervollen Menschen, all diese wundervollen Schauspieler und Schauspielerinnen, sie werden immer in meinem Herzen bleiben. Und deshalb wollten wir halt immer eine Erinnerung haben. So. Ach, super, eine schöne Idee. Kannst du das sehen? Ja, sehr schön. Es ist halt MM Forever. MM steht für Murderous Mirror. Und hier siehst du den Spiegel und das Phantom. Oh, das ist so süß. Ja, ich bin auch wirklich stolz darauf. Nächste Frage. Welche Szene war am schwersten für dich? Am schwierigsten. Das war diese blöde Leseszene. The silly reading scene. Weißt du, ich liebe diese Szene. Ja, ich auch, aber ich musste dieses blöde Buch lesen und in diesem dummen Sessel sitzen. Weißt du, ich lese nicht wirklich oft, also ich mache halt Party und fahre schnelle Autos. Ich verstehe. Ich bin kein Leser. Aber du siehst sehr intelligent aus. Oh, danke schön. Als ob du viel lesen würdest. Ja, aber wirklich. Ich glaube, wir brauchten ungefähr so 10 Mal, um das zu tun. Darf ich Henrich fragen? Henry! 20 Mal? Hui. 20 Mal. Oh, 20 times, that's hard. 20 Mal, das ist wirklich hart. Aber als ich die Szene das erste Mal so gesehen habe, da sah sie auch wirklich schwierig aus. Dein Gesicht war so konzentriert. Als ob du ein richtiges Buch lesen würdest. Es sah so echt aus. Ja, die Gesichtsausdrücke und alles war sehr schwierig auszudrücken, aber... Trotzdem. Du bist ein großartiger Schauspieler. Anyhow, oh, danke schön. You're a great actor. Thank you. Yes. Also ich weiß, du musst schnell zum Set zurück. Also letzte Frage. War es schwer für dich, dich mit deiner Rolle zu identifizieren? Ja, es war sehr schwierig, weil... Wieso denn? Weil ich bin dem jungen Mädchen nicht sehr ähnlich.
Wirklich nicht? Du siehst dir aber sehr ähnlich. You look really very similar to her. Yeah, but no, she's such a... Ja, aber sie ist so ein neckes Mädchen. Und das bin nicht ich. Überhaupt nicht. Not at all. You're a little bit. Du bist eine kleine Schlampe. Nein, ich denke... A little bit. Ja, ein bisschen. Du magst also gerne schnelle Autos zu fahren und auf Partys viel zu trinken. Ja, das tue ich. Yes, I do. Oh, then you also bist du sehr anders. Ja. Wir zwei haben Spaß, ja? Ja. I ich habe ja schon gehört, dass sie eine sehr unterhaltsame Person sind. Jetzt weiß ich auch, dass sie sehr nett sind. Und ich bin so froh, dass ich dieses Interview machen konnte. Und können Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Nee, keine Zeit. Naja.